Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, also der Hofleiterin. Und ich werde euch meine Morgenroutine am Stall zeigen. Und ja, los geht's. Meistens fange ich mal damit an, die Hunde rauszulassen, die sich hier befinden. Das war früher mal dieser Shop. Jetzt ist es nur noch unsere Abstellkammer, theoretisch. Und da sind auch über Nacht die Hunde immer drin. Ich werde die jetzt mal rufen. Also ich habe Lucky jetzt noch eine Leine angelegt, weil sie kann gefährlich werden, wenn andere Menschen auf den Hof kommen. Und ich werde noch mal kurz erklären, also welcher Hund wem gehört. Das hier ist Coco. Sie ist eine Sheltie-Hündin und sie ist eigentlich eher so mein Hund. Dann hätten wir hier Timmy. Er ist der Hund von meiner Tochter, also von mir. Aber halt auch von Lina. Also ich habe ja zwei Töchter und die teilen sich Timmy so ein bisschen. Also mir gehört dann Buddy. Buddy ist eine deutsche Dogge, eine Hündin. Dann haben wir noch Lucky. Lucky ist unsere Wachhündin. Dann hätten wir noch Ruby. Also Ruby ist eine Border Collie Hündin. Und dann den Schwarz-Weißen, das ist Jackpot. Er ist ebenfalls ein Border Collie, aber ein Rüde. Das hier ist Willow, unsere Ridgeback Hündin. Das hier ist Jack, unser Rüde. Er ist unser Hofhund. Also ich nehme jetzt Jack, Willow, Jackpot, Ruby und Buddy mit. Jetzt werde ich mal gerade diesen Stall kontrollieren, also den Ponystall. Mit kontrollieren meine ich halt Futter auffüllen und das habe ich gerade schon gemacht. Und ich habe die Boxentüren jetzt auch schon geöffnet. Von Honey muss ich gerade noch die andere Tür öffnen. Aber vorher werde ich der Stute noch gerade das Halfter anlegen. Weil wenn Schulkinder kommen, dann ist es einfach einfacher, sie einzufangen. Weil draußen ist halt ein Paddock und es sind halt noch nicht so erfahrene Kinder. Deswegen mache ich das immer. So, das wäre jetzt auch schon erledigt. Okay, sieht das nicht einfach süß aus? So, ich hätte hier noch etwas Salat für die Kaninchen meiner Töchter. Jetzt sieht sie doch wieder glücklich aus, oder? Gerade bin ich auf dem Weg zum Viererstall, also zum Privatpferdestall. Denn dort müssen ja auch noch Pferde versorgt werden. So, also die Türen sind jetzt schon offen. Und Futter haben die Süßen jetzt auch schon. Also morgens ist hier noch nicht so viel Betrieb auf dem Hof, weil einfach viele noch am Schlafen sind oder einfach noch zu tun haben, Arbeit, was weiß ich. Also ich werde gerade den Pferden hinter mir etwas Futter auffüllen. Also in diesem Stall war ich jetzt auch schon und die Pferde sind soweit versorgt. Und diese Pferde haben noch etwas Kraftfutter bekommen. So, ich lasse jetzt gerade noch diese zwei Stuten raus. Also einmal Black Moon und Dreamy. Ich werde Dreamy gerade noch ihr Fliegenhalfter anziehen. So. So, ich war gerade noch auf der Koppel und habe da Heuballen abgeladen mit der Schubkarre und ich habe auch geschaut, ob es allen Pferden gut geht. Da hinten stehen drei und hier laufen gerade noch die zwei. Und ich bin gerade hier den Hoftieren begegnet, also hier ist halt Timmy und dann sind hier noch Honey, also Honey ist die kleine Ziege mit der Medaille um und die große Ziege ist Tilda und hier ist dann noch Otto, unser Esel. Also ich habe unsere Hoftiere gerade mit Hilfe von Futter hier rüber zum Waschplatz gelockt, weil erstmal kriegen die Ziegen so ein Proteinfutter, also so ein Kraftfutter und der Esel, also Otto, bekommt dann halt Brot gerade und noch was Gras und so. Also so sieht das dann aus. Also ich bin gerade im Achterstall, wo die Schulpferde stehen und das Futter habe ich gerade auch aufgefüllt, also Heu und Äpfel. Und ja, ich werde gerade noch ein bisschen reinfegen und dann sehen wir uns gleich wieder bei den Ziegen.
Also die Ziegen haben jetzt ihr Futter bekommen, also alles. Ich hole gerade noch ein Halfter, was hier hängt. Das ist nämlich von der Ziege. So, ich muss es gerade nur noch festmachen. Also ich habe Tilda gerade am Waschplatz angebunden, weil gleich der Hufschmied kommt und ich glaube, das gefällt ihr nicht so sehr, deswegen, ja. Glaube, das wäre es jetzt mit meiner Routine. Die Hunde sind gerade auch wiedergekommen und ja, gleich kommen schon die ersten Besucher. Bis bald! It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Lost on the side, I've been sad with you.